Es ist eine Zeremonie, die vor allem politische Stabilität zeigen sollte. Unter großem Medieninteresse ernannte der österreichische Bundespräsident am Mittag die neuen Minister im Übergangskabinett. Fachexperten ersetzen nun die zurückgetretenen FPÖ-Regierungsmitglieder bis zu den Neuwahlen im September. Van der Bellen richtete dabei nochmals mahnende Worte an alle Parteien. Sie tragen jetzt eine wesentliche Verantwortung, Mitverantwortung auch dafür, dass unsere Heimat Österreich eine positive Entwicklung nimmt. Die politische Krise in Österreich nach dem Ibiza-Video und dem Rücktritt von FPÖ-Parteichef Strache ist noch lange nicht zu Ende. Erst am Montag entscheidet sich das politische Schicksal von ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz. Ihm droht ein Misstrauensvotum im Nationalrat, dem österreichischen Parlament. Es gibt klarerweise unterschiedliche inhaltliche Auffassungen. Es gibt klarerweise im Wahlkampf einen Wettbewerb um Konzepte und Ideen. Es gibt aber gleichzeitig auch die Verantwortung, die Staatsgeschäfte auch in dieser Zeit in aller Ruhe und Besonnenheit zu führen. Und dieser Verantwortung möchte ich nachkommen. Die kleine Oppositionspartei Jetzt will Sebastian Kurz durch ein Misstrauensvotum zu Fall bringen. Weder die bisherige Regierungspartei FPÖ noch die oppositionellen Sozialdemokraten wollen sich derzeit festlegen, ob sie den Antrag im Parlament unterstützen. In einem sind sich aber fast alle Politexperten in Wien einig. Bis zu den Neuwahlen im Herbst droht ein langer und schmutziger Wahlkampf in der Alpenrepublik.